mal ein sehr edles Teil mal zeigen. Das ist eine Höfner Comedy, 61, 62. Eine wunderschöne Gitarre, 8-Top, Jazzgitarre mit wunderschönen Wölkenholz hinten. Die gehören schon zu den sehr guten Höfner-Gitarren. Die hat einen großartigen Klang. Die habe ich restauriert, weil irgendjemand mal in den 70er Jahren mal so Gibson-Tonabnehmer dran gemacht hat, was zu der Gitarre erstens nicht passt, und die Gibson-Tonabnehmer sind für der Gitarre auch nicht unbedingt die besseren. Sie hatte leider auch mal einen gebrochenen Hals hier. Da muss ich sagen, das war der Nachteil in den späten 60er Jahren, dass man hier an den Hals Anfang keine Verstärkung gebaut hat. Die hat man weggelassen, das hat man bei Gibson auch gemacht, und so damit, wenn die Gitarre mal runtergefallen ist, ist sie gebrochen. Die habe ich restauriert, weil ich restauriert die Gitarren, ich habe sie aufpoliert, ich habe die Lackierung wieder schön gemacht. Die Gitarre spielt sich sehr gut, hat eine sehr schöne Seitenlage, eine richtige Oktavierung. Die hat noch die Grover Imperial Mechaniken, die wunderbar funktionieren und typisch auch für die Zeit waren. Und ich bin eigentlich von dieser Gitarre sehr begeistert, weil sie einen großen Klang hat. Übrigens wollte ich noch sagen, dass sie die schöne Intarsien, die typisch für die Comedy waren, hat, und ein Ebenholzgriffbrett, also ist vom Feinsten. So, ich möchte mal so ein bisschen was von dem Klang zeigen. Also die Schaltung hier ist ein bisschen untypisch. Es ist Hals-Pickup, Steak-Pickup, beide Pickups, also ist anders als bei Gibson. So, fangen wir jetzt mit dem Hals-Pickup. Das ist auch der wichtigste für die Jazz-Gitarren. Die ist furchtbar laut, die ist lauter als meine Les Paul, muss ich sagen. Die Gibson Les Paul, die ich noch habe. Und die hat einen Wahnsinns-Attack. Also. Jetzt mache ich mal den Hals-Pickup, den Steak-Pickup. Der ist gar nicht mal so scharf, das ist erstaunlich. Der hat einen schönen runden Klang. Das ist eigentlich untypisch. Und beide. Da könnte man auch Rock'n'Roll spielen. So, und jetzt ein bisschen jazzmäßig. Die hat so ziemlich den smoothigen Sound, und zwar ohne, dass ich an den Tonregler was machen muss. Bei vielen Gitarren, Jazz-Gitarren, die eigentlich, sagen wir mal, nicht der Oberklassen sind, muss man immer ein bisschen rummanipulieren mit dem Tonregler, um das Smoothige also zu kriegen, weil sie nicht so viel Volumen hat. Aber das ist eher eine 7,5 Zoll Gitarre, und die hat... Also ein unglaubliches Volumen. Deswegen mache ich jetzt auch nicht. Ich habe jetzt einen Luber. Ich spiele mal etwas, dass man das so mit was anderen auch hört. Thank you.
Ich hoffe, ich konnte was mal erzählen über die Comedy und vielleicht habt ihr ein bisschen mehr was davon erfahren. Ich wünsche gute Zeit. Tschüss.